Hallo und herzlich willkommen zu diesem zweiten Teil Direktvertrieb, Direktmarketing als IT-Experte versus über Vermittler, über Personaldienstleister, über Recruiting Agencies, ja, sich Aufträge zukommen lassen. Und ja, ganz einfach, ich starte gleich mal los. Wer das erste Video nicht gesehen hat, das findest du hier oben irgendwo, verlinke ich dir das. Ja, ganz, ganz wichtig, unbedingt anschauen. Geht ungefähr 17 Minuten lang. Aber hier im zweiten Video nochmal ganz kurz der Unterschied, eben wenn du mit mir zusammenarbeitest versus eben Recruiting Agency. Also, du bist hier, der Experte, ja? Der IT-Experte. Und arbeitest in der Regel mit Personaldienstleister zusammen, ja? Ich mache mal hier P, kürze das mal ab. Der Personaldienstleister, das ist in der Regel, das läuft ungefähr so ab. Der Personaldienstleister hat hier einen Pool von ganz vielen, ja, ganz vielen IT-Dienstleistern. Und ja, der eine bietet sich für 65 Euro die Stunde an, der andere für 95, der andere für 85. 85 ist meistens so ein Mittelwert. Und jedes Mal, wenn hier ist der Kunde, also das ist der Auftraggeber, und jedes Mal, wenn der irgendwie Softwareentwickler braucht, geht der zu dem Personaldienstleister. Und der Personaldienstleister sagt sich, naja, ich schaue mal in meinen Pool rein, der beste Kandidat oder mehrere sogar, ich schicke dir hier mal ein paar rüber. Ja? Und jetzt bist du hier. Na, das bist du. Und du willst jetzt, verdienst halt auch immer schon seit Jahren, immer um die 100 Euro oder darunter, knapp darunter. Und du willst jetzt hier endlich mal 110 plus, ja, oder 130 oder 100, vielleicht sogar bis zu 160, weil du hast jetzt einfach so einen derartigen Expertenstatus aufgebaut. Einfach Kompetenz ohne Ende in deinem Fachbereich. Ja, machst das Ganze schon seit 10 Jahren, 7 bis 14 Jahren, sowas. Sagt man, okay, hat man ein Expertenlevel in der Regel erreicht an der IT, egal was du machst, ja. Und was ist jetzt das? Dann sagst du, ja, ich kann das hier so super geil, so super gut. Und dann sagen die, naja, ist cool, wir kennen dich, wir haben schon eine Zeit lang mit dir zusammengearbeitet, aber wir haben ja hier unten ungefähr 500 Kandidaten drin. Ja, das ist jetzt nochmal ein großer, mächtiger Personaldienstleister, einer von den ganz großen. Und unser, und das ist das große Problem, unsere Prio, die Prio, das habe ich dir schon im ersten Video gemacht, Prio 1 genießt immer der Kunde. Warum? Weil der Kunde vielleicht im Jahr 20 Kandidaten abnimmt, ja, vielleicht sogar viel, viel mehr. Und pro Kandidat verdient er, sagen wir, 100 Euro. Das heißt, er verdient hier 2000 Euro mit dem im Jahr pro Tag. Ja, das ist pro Tag. Ja, das sind mehr als 100.000 im Jahr, ne? Allein mit diesem einen Kunden. Und mit dir verdient er vielleicht nur ein Zwanzigstel davon, ja? Wenn er da 20 Leute hin vermittelt und du bist nur einer von diesen 20, verdient er vielleicht 10.000 im Jahr. Ja, also genießt natürlich der Auftraggeber hier absolute Priorität. Ich habe das ja schon ausführlich im ersten Video beschrieben, also bitte einfach nochmal schauen auf meinem YouTube-Kanal fürs erste Video. Und jetzt kommt der ganz große Unterschied zu dem, wie ich das mache. Und ich mache das jetzt einfach mal hier grün. Also, wir machen jetzt mal hier den Personaldienstleister, den ersetzen wir jetzt hier durch Thomas Klein. Ja? Thomas Klein, Coaching und Consulting Services. Ja? Und im Gegensatz zum Personaldienstleister habe ich hier nicht irgendwie 500 verschiedene andere Softwareentwickler, die letztendlich deine Mitbewerber sind und gegen die du letztendlich ausgespielt wirst, sondern bei mir sind hier mehrere Dutzend Kunden. Warte, grün, farblich getrennt. So, hier K für Kunden. Und hier sind also lauter Kunden, potenzielle Kunden. Ja, ist klar, was ich damit sagen will. Das heißt, wo dich ein Personaldienstleister letztendlich ausgespielt hat gegen 100, 500
potenzielle Mitbewerber, also in seinem Softwareentwicklerpool, habe ich hier 100, 500 potenzielle Kunden für dich. Und wir spielen letztendlich die Kunden aus, so dass du dir den besten Deal sichern kannst mit meiner Hilfe. Ja, ich unterstütze beratend als auch operativ beides. Ja? Okay, je nachdem, welches Paket du mit mir buchst. Ja? Und das ist ja mal eine ganz andere Story, weil so können wir letztendlich deinen Stundensatz hier bis auf, ja, je nachdem, ja, 200 und sogar mehr, wir können auch versuchen, Paketpreise zu machen, ja, also letztendlich, das kommt dann auf ein individuelles Ding. Ich wollte dann einfach dieses Video nur mal machen, um einfach nur mal wirklich zu fokussieren auf das Ganze, wie ich mit Solopreneuren oder Freelancern oder auch schon kleineren Unternehmern, die ja genau das gleiche Problem haben letztendlich. Also ich habe schon einige Anfragen gehabt von Inhabern von GmbHs, die hatten schon 2, 3, 4 Mitarbeiter und haben aber immer noch die Abhängigkeit von diesen großen Recruitern hier gehabt. Ja, also in der Regel dann die größeren Firmen nicht mehr, aber so dieser Übergang von Solopreneur zu Softwarebude, 2, 3 Mitarbeiter, das ist so dieser Causus Knactus, glaube ich, heißt das auf Lateinisch. Ja? Okay, schreib mir in die Kommentare, wenn du schon ähnliche Erfahrungen gemacht hast oder was du generell zu meiner Ansage hier in diesem Video, was du davon hältst, ja, das irgendwie weitergeholfen hat, das die Augen geöffnet, war das eh schon klar für dich, aber für die meisten ist es halt so, ne? Für die meisten Zuschauer jetzt hier, die sagen, naja, Thomas, was erzählst du mir für böhmische Dörfer? Ja, das weiß ich schon lange. Aber wie komme ich denn jetzt hier verdammt nochmal auf die Kunden? Naja, habe ich ja gerade erklärt, über mich. Ja, indem du mit mir zusammenarbeitest, deswegen hol dir jetzt hier ein kostenloses Kennenlerngespräch bei mir hier unten oder hier oben. Da findest du den Link, ja, zu meinem Kalendri aktuell, also ja, oder über meine Webseite kannst du dann noch ein paar Testimonials anschauen, thomasklein.consulting. Und dann sehen wir uns auf der anderen Seite in meinem Zoom-Call und dann freue ich mich jetzt schon, muss natürlich auch ein paar Fragen beantworten, weil ich habe nicht die Zeit, wirklich mit jedem, völlig ungefiltert zu sprechen. Aber dann sehen wir uns dort. Okay, alles klar, super, ich sehe dich. Bis dann. Tschüss. Ciao.